sag's mir. Warum nicht? Du hast es ja auch nicht gesagt. Du bist meine Bundikaki und ich liebe dich. Also, 180 Mark am Tag, mal 6 Tage in der Woche, das sind 5. Du musst mal 5 rechnen, Berli. Am Samstag wird nicht gearbeitet. Grotto, weil da sind sie nämlich alle daheim. Und der Back ist dann, verstehst? Ihnen geht's gut, gell? Sie wollten ihn ja unbedingt. Und jetzt haben sie ihn. Könnten Sie mir nicht vielleicht doch einen Rat geben, Martha? Schauen Sie jetzt. Wenn mir zu diesem Mann im Laufe von 25 Jahren was eingefallen wäre, dann hätten ihn sie ja nicht gekriegt. Bist fremdgegangen. Schöne Scheiße. Ja, dann hörst du halt auch auf mit deinem Fremdgehen und ihr probiert es noch einmal. Ja, wieso soll jetzt ich aufhören? Sie geht ja fremd. Ja, einer muss ja anfangen mit dem Aufhören. Sonst wird es doch nie was. Okay. Heirat's halt. Geschäftsführer. Wegen mir. Wegen dir. In Dauerstellung hier bei Ihnen. Wenn's mögen. Ja, und ob ich mag. Den hast du ja auch noch nie angehabt. Nur bei dir noch nicht, Bodikaji. Bei wem denn dann? Bei wem denn dann? Dein Deutsch ist miserabel. Du verstehst mich schon. So, den ziehst du jetzt an, weil ich möchte dich nämlich auch in dem Anzug sehen. Du bist sehr lieb. Du bist lieb. Nein, du bist lieb. Weißt du was? Wir gehen jetzt in die Sonne und essen einen riesengroßen Eisbecher. Ja, und der ganze Verhau da? Komm, warten. Ich muss ja noch das Treppenhaus putzen. Kann auch warten. Ja, und das Geschirr vom Mittagessen. Was? Hast du das noch nicht abgewaschen? Kann warten. Was willst du lieber? Eine Hollywood-Schaukel oder für die Düsseldorfer Straße? Da ist eine schöne große Wohnung frei. Die können wir zusammen mieten. Da wäre mir schön blöd, wo ich überhaupt keine Miete zahlen muss. Das können wir uns doch leisten. Und du brauchst nicht mehr für die anderen Leute zu arbeiten und die Treppe zu putzen. Ja, weißt du überhaupt, was die heute so verlangen? Für Kaution und Provision und alles? Kein Problem. Gespart habe ich auch etwas. Gut, dann bestellst du mir jetzt noch einen Eisbecher. Was sagst? Ich bin bestimmt der einzige Italiener mit einem bayerischen Bistro. Meine Familie dürfte es nie erfahren. Das macht doch nichts, dafür hast du einen Umsatz, wenn ich nicht. Und kein einziges italienisches Gericht auf der Speisekarte. Mich wundert nur noch, dass ich Cappuccino Campari verkaufen darf. Das schmeißt mir halt nass, wenn du nicht zufrieden bist. So unzufrieden bin ich auch wieder nicht. Ich verdiene ja jetzt sehr gut. Also, amigo, dann hör auf zu meckern. In Leel könnte ich ein Lokal übernehmen. Original italienisch. Nimm's halt, bringt das schön Schwung. Na, wie wär's, Josef? Ich in Leel und du hier. Du bekommst dafür deine 10% von Umsatz und dein Geschäftsführergeld. Nicht schlecht. Aber weißt, jetzt, wo Sommer ist und so viel Arbeit, bist du Giancarlo, Buongiorno, Haselbeck am Apparat? Ah, Bertel, ja, was ist? Ja, frag halt. Ja, was willst du denn fragen? Josef Berli. Ja, Ilse, also, einen Moment. Ja, am gescheitesten, du kommst gleich vorbei. Ja, ich bin schon da, bin schon da. Ja, grüß dich Gott. Hast du schon Feierabend? Ja. Ja, was ist mit Diplomata? Ja, habe ich vielleicht Namenstag? Nein. Gib mir 40 Mark, dann sag ich das. Ja, gern. Hast du einen Namenstag? Nein. So. Jetzt schenkst du mir die Blumen und sagst, Ilse Hasi, ich gratuliere dir.
Ilse Hase, ich gratuliere dir. Danke. Und jetzt machst du einen Champagner auf und den zahl ich. Der kostet auch 95 Mark. Geld spielt keine Rolle, Bärle. Deine Frau ist heute befördert worden. Zum Servicebereichsleiter der Bank. Toll. Was ist denn das? Das ist so eine Art Geschäftsführer im Schalterbereich. Gehobene Gehaltsklasse. Was sagst du? Dann nehmen wir den um 165 Mark. Aber du hast dich ein bisschen beeilen, gell? Ich habe nämlich nachher noch eine Besprechung. Ja, wieso Besprechung? Jetzt, wo du endlich einmal da bist? Ohne Fleiß kein Preis, gell? Josef, sagst ihr, dass ja, du ja, als Geschäftsführer. Was ist denn? Ja, nix, Ilse, was soll denn sein? Was machst du in der Bank jetzt? Also, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Das weiß ich ganz genau. Und noch dazu im vierten Stock. Aber dafür gibt es doch einen Lift, Martha. Ja, aber das muss man doch alles mitbezahlen. Ich möchte nicht wissen, was das für Nebenkosten sind. Und der Bäckerei habe ich auch keine gesehen. Gleich um die Ecke. An der Metzgerei? Um die andere Ecke. Du wolltest gerne schauen. Und deine Schwester ist auch in der Nähe. So. Und eine Reinigung. Okay. Und eine Tierhandlung. Also was tue ich mit einer Tierhandlung? Und ein Beerdigungsinstitut. Ein Beerdigungsinstitut? Das ist natürlich ein Argument. Zwei Flaschen, 865, macht 350 Mark. Danke. 2×165 ist 330. Ach so, ja. Der Rest ist fürs Personal. Also dann stimmt's ja doch. Also, dann geht's. Für die Bärle. Grüß dich, Ilse. Grüß dich. Grüß dich, Papa. Du, wenn mich der Bärtl sucht, ich war bis jetzt bei dir, gell? Und gestern Abend auch. Ja, und wo warst du wirklich? Weil der kommt nämlich jeden Moment vorbei. Bei Mischa warst du, gell? Also immer noch. Woher? Da ist ja schon lang nichts mehr. Nur begreift's nicht. Nicht ums Verrecken. Stell dir vor, der darf mich sogar heiraten. Okay. Und? Was, der hat doch einen Ödipus-Komplex. Der sucht doch nur einen Mutterersatz. Bei dir mit deinen 22 Jahren? Ja, mei. Der wird halt recht unreif sein. Es gibt solche Männer. Papa, tu mir schnell ein Glas leer. Servus. Grüß dich, Bertel. Servus, Bertel. Was magst du denn trinken? Was trinkt sie? Champagner. Möchte ja. Der kostet 165 Mark. Wir haben aber einen um 95. Den möchte ich. Und dann bitte ich dich in aller Form um die Hand deiner Tochter. Was du auch? Ich meine, da herin. Weißt du, Josef, sonst flippt's mir noch total aus. Und als Ehefrau, da muss man wenigstens Auskunft geben, wo sie sich allerweil herumtreibt. Also, ich werde darüber nachdenken. In aller Ruhe. Josef. Sie ist mein einziges Kind? Vielleicht solltest du mich auch mal fragen. Na, die Frage nicht, weil bei dir weiß man nie. Willst du mich heiraten? Ich werde darüber nachdenken. In aller Ruhe. Warum hast du jetzt nicht gestochen? Mit was denn? Ja, da, mit dem Trümpfel. Du hast doch die Farbe angesagt. Das ist nur ein Spiel, Christel. Ja, aber das musst du lernen, wenn du der Bayer sein willst. Schau her, Christel. Geburtsurkunde, Meldebestätigung und Reisepass. Ja. Ehefähigkeitszeugnis. Brauchen wir das, Christel? Ja, das brauchen nur die Ausländer. Habt ihr das alles benannt? Ja. Dann geh jetzt und bestell's Aufgebot. Da gehst du nicht mit, Christel. Nein, wir haben da extra Vollmacht unterschrieben. Ja, wieso hast du denn dann Urlaub genommen? Ja, weil ich mich mit der Zille triff. Die hilft mir beim Kleid aussuchen. Aber die Hochzeitsfeier darf ich ausrichten. Nein, nein, das soll nur der Vater der Braut zahlen. Fertig. Aha. Die Hochzeitsfeier darf ich nicht bezahlen. Die Wohnung darf ich nicht mieten. Die Hollywood-Schaukel darf ich nicht kaufen. Was mache ich nur mit meinem Geld? Das wirst du noch brauchen können. Zum Beispiel für eine neue Wohnung in der Düsseldorfer Straße. Kaution, Provision, neue Lampen, Vorhänge. Und wenn da noch was überbleibt, dann darfst du mir ein Kleid kaufen für die Hochzeit von der Christa.
jetzt was gewonnen. Nazili, wie qualita? Schier bist nicht. Ehrlich. Aber einen gescheiten Schleier muss schon noch anhalten. Ja, bitte, sind so gut. Was? Sie möchte gerne, dass ich einen anderen Schleier hinauf tue. Ja. Du, wir sind für nicht in Kruffstein, gell? Nein, ich bin halt eine Tirolerin. Bist ein Tiroler, bist ein Mensch, bist kein Tiroler, bist ein Arsch. Hey. Gefällt Ihnen der? Ja. Haben Sie noch einen anderen? Ja. Mei, aber schön bist. Richtig schön. Viel schön zum Heiraten. Meinst du? Was ist denn passiert? Die Frau Winter ist ausgerutscht ist und jetzt kann sie sich nicht mehr rühren, die arme ja, Frau. Gott, deswegen, wann ist denn das passiert? In der Wohnung ist sie so freigekommen. Jetzt kann? Vorsicht, aufpassen! Moment, Moment, lassen Sie mich vorbei. Ja, Frau Winter, was Moment. Macht denn Sie für Sachen? Ja, jetzt wird es einmal gründen und dann sehen wir schon, gell? Was ist gut auf mein Haus, Frau Haselbeck? Wie Sie wieder kommen, Tasche auf! Ja, ich bin ja auch noch da, Tante, gell? Halt, ich fahre alle mit! Da! In dem Alter muss man sehr vorsichtig sein. Andere sterben in dem Alter. Okay, was redst denn da? Also, wenn ich mal in das Alter komme, weiß nicht, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Wie ist das so? Da liegst du eine Zeit lang im Krankenhaus und dann kommt eine Lungenentzündung dazu. Hoffentlich lässt du sich kein Kadida einsetzen. Das ging ja noch. Aber weißt du noch, wie die Tante Monika so lange gelegen ist mit ihrem gebrochenen Fuß? Und dann warst du schon fast gesund gewesen und dann hat sie einen Muskelschwung gekriegt. Ja, genau, genau. Und wie es dann daheim war am ersten Tag, zack, hat sie sich die Hüften gebrochen. Ich gehe jetzt Treppen putzen. Aber wachsen Sie nicht so stark ein, gell? Sonst haut sie den Nächsten auf dem Rüssel. Wie heißt er denn? Elisabeth. So die Elisabeth bist du. Und so viel Haar da am Kopf. Sie waren gestern auch schon da, gell? Oh, ich bin jeden Tag hier, wenn es so schön ist. Haben Sie Urlaub? So kann man es auch nennen, ja. Oje. Bene? Hausmann? Ja, ach du liebe Zeit. Dann seist du bestimmt recht frustriert. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich muss um 7 aufstehen, weil ich muss sie füttern, ich muss der Mutter das Essen machen, bevor sie in die Arbeit geht. Dann kümmere ich mich ein bisschen um die Wohnung. Du, der fürs Putzen, der Papa. Gell, Elisabeth? Und deine Windeln waschen und weichspielen, sag. Ja, freilich. Und ab 9 Uhr? Bin ich im Park oder im Schwimmbad, wenn ich Lust habe. Ja, und wie ist das mit dem Geld? Haushaltsgeld und Taschengeld. Also der Gesetzgeber, das muss ich sagen, hat da unheimlich großzügig kalkuliert. So, jetzt gehen wir. Abendessen vorbereitet. Entschuldigen Sie, wie war jetzt das gleich wieder mit dem Haushaltsgeld? Josef? Wo warst du? Wieso? Wie meinst du das? Ich war heute beim Giancarlo. Ja, und? Und du warst nicht da. Schon 2 Tage nicht. Also, Josef, wo warst du? Weißt du, ich hasse. Ein Lokal in Schwung bringen, das ist interessant.
das freut einen, wenn man dann so sieht, wie es läuft. Aber wenn es dann einmal läuft, dann ist das keine Freude mehr, sondern Routine. Und wenn ich was besonders dick hab, dann ist das Routine, verstehst du? Weil das fährt, das Sau fährt sogar. Nicht noch dazu bei dem Wetter. Ein Oberschenkelhalsbruch hat's einen ganz komplizierten. Wie lange muss denn in der Klinik bleiben? Oh mei, das kann Monate dauern. Der Herr Eckerer hat gesagt, es ist gar nicht sicher, ob es überhaupt wieder da rappelt. Der hat doch immer schon Fischmarm erzählt. Wo liegt's denn? Das sagt er nicht. Weil sie ihre Ruhe haben wie angeblich. Und von ihrer Haushaltshilfe erfahrt man auch nichts. Wahrscheinlich hat er sie verbunden. Der führt sie überhaupt auf, als wenn er schon geerbt hätte. Nein, so schlimm wird's schon nicht sein. Heute Vormittag ist er mit zwei so komischen Herren das ganze Haus abgegangen. Gerade wichtig hat er es gehabt. Frau Martha, glauben Sie mir's. Der will erst einmal kommen, wie er möchte. Mit dem wäre ich schon fertig. Außerdem habe ich ja jetzt wieder männlichen Schutz. Euch ist recht ernst, gell? Um Herrn Doganis und Ihnen. Nein, Frau Rosa. Ich habe schon gemeint, ich muss mein Leben als einsamer Wolf beschließen. Und da fällt mir so ein Kerl ins Haus. Wie lange wollen denn Sie Notwasch aufhängen, Frau Haselbeck? Bis ich fertig bin, Herr Eckerer. So. Ja, das geht aber dann in Zukunft nicht mehr, gell? Meine Tante hat ja da noch ein Auge zugedrückt. Aber da wird sich einiges ändern da im Haus. Wieso? Was? Immobilien sanierungstechnisch gesehen. Kommt da ein Aufzug rein? Wieso wissen Sie das? Ja, das könnte schon sein. Aber es ist alles noch unter der Hand, gell? Nein, den Speicher möchte ich ausbauen und verbinden mit einer Treppe zum dritten Stock. So eine Art Penthouse. Aha, was wird noch mit dem Herrn Hornbichler und Münchwiller im dritten Stock? Naja, da findet man schon was anderes. Nein. Was ich brauche, sind primär vornehme Mieter. Und für die müssen wir dann auch was tun, ne? Das trifft auch für Sie zu. Heißt das, dass ich auch gehen soll? Sie doch nicht. Wissen Sie was, Herr Eckerer? Das ist mir wurscht. Ich wollte sowieso irgendwann kündigen. Ja, glauben denn Sie, dass mir das was ausmacht? Ja, dann kannst du doch wurscht sein, Frau Haselbeck. Sieht ja sowieso aus. So viel wie ich gehört habe. Wenn es mir wurscht wäre, Herr Ostermeier, dann hätte ich euch ja nicht herbestellt. Und außerdem ziehen Sie ja auch aus, wenn Ihr Putzerl erst einmal da ist. Also, ich zieh nicht aus. Da kann er machen, was er mag. Frau Knau, vielleicht ist das alles bloß dummes Gerede. Vielleicht wird die Frau Winter wieder gesund. Hm? So wie die ausgeschaut hat. Nimmer. Was willst du denn wie für ein Schmarrn da hier? Rück dich nicht auf, Rosa. Der Herr Hornbichler hat noch gar nichts gesagt. Lass den doch einmal was sagen. Mir ist wurscht. Ich bring mich um. Nun mal langsam, Herr Hornbichler. Passen Sie mal auf. Ich will doch sowieso eine Wohnung kaufen. Ich könnte mir noch eine zweite kaufen, die könnte ich Ihnen vermieten. Na, Herr Hornbichler. Mir ist wurscht. Danke. Ich traue es mir gar nicht zu sagen. Ich habe eine kleine Eigentumswohnung in der Isenburgstraße. 60 Quadratmeter. Die ist zwar jetzt vermietet, aber wenn ich da eventuell Eigenbedarf anmelde. Also. Unsere Frau Haselbeck hat bereits eine neue Wohnung. Die Familie Ostermeier sucht eine neue Wohnung. Herr Wegmann zieht in die Isenburgstraße. Herr Hornbichler bringt sich um. Herr Schramberg hat auch keine Probleme. Bleiben also Frau Knorr und ich. So, das war jetzt die Haushälterin von der Frau Winter. Ich soll heute ins Krankenhaus kommen. Rechts der Isa liegt's und sie will mit mir reden. 13 Minuten in 2 Minuten und werdet. Dann noch 8 und hier kommt Grove Lawrence, Afrika. Klumpf. Klumpf verreckt. Isi? Isi, Asi? Komm schon. Frühstück ist fertig. Ich
schmeckt's? Ich habe ihn noch gar nicht probiert. Salz hat vergessen. Kommt gleich. Ist schon schön, gell? Wenn man sich so einen gemachten Frühstückstisch setzen kann, hä? Isst du nix? Doch. Na, dann sitzt dir halt her. Also, ich hab mir gedacht, du musst dir jetzt deine ganze Kraft und Energie in deinen neuen Posten stecken. Und darum möchte ich dir daheim die Arbeit abnehmen. Moment, Salz. Schau, wenn du das Frühstück selber jetzt machen müssen. Oder das Abendessen. Oder Wäsche waschen. Überhaupt den ganzen Haushalt. Und das möchtest du jetzt alles du machen? Freilich. Du gibst mir Haushaltsgeld. Und alles andere mache ich. Also gut. Dann möchte ich heute Abend eine Pfannkuchensuppe und ein Kalbsragout mit Reis. Aha, ja. Schauen wir mal. Meine grauen Pumps bräuchten neue Spitzen. Selbstverständlich. Und Fensterkern putzt und die Vorhänge waschen. Aha. Und wenn du dann noch Zeit hast, Berli, dann bist du lieb und tust die Balkonpflanzen umtopfen. Topf um. Ja, also, da geht jetzt, ne? Damit du in aller Ruhe arbeiten kannst. Ja, Ilse, hat sie. Geh. Also, fertig Gott, Bussi. Bussi, fertig bitte. Servus, Rudi. Was machst denn du heute? Ja? Geh mir ein bisschen in den Hirschgarten. Man bekommt hier drei verschiedene Menüs angeboten. Und Getränke, so viel ich will und was ich will. Und Radio und Fernsehen und Telefon. Und die Schwestern sind reizend. Und meine Freundinnen besuchen mich täglich. Nur aus meinem Haus ist bis jetzt noch niemand gekommen. Ja, der Herr Eckerer hat uns ja nie gesagt, wo sie liegen. Ach, der dumme Bub. Wie geht's Ihnen denn jetzt, ich meine, gesundheitlich? Ausgezeichnet. In zwei Wochen soll ich einen Gehgips bekommen und dann kann ich theoretisch nach Hause. Aber ich werde noch ein bisschen bleiben und Pflege zu genießen. Also, Frau Winter, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich das freut. Wir haben uns ja schon solche Sorgen gemacht. Also, wir haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Schauen Sie, Frau Haselbeck, erstens fühle ich mich noch jung. Und zweitens, wenn ich wirklich mal, also das Haus erbt dann die Kirche. Ach, so ist es. Also Frau Winter, ich persönlich finde es einen Schmarrn. Aber in dem Fall? Ich lass mir doch nicht den ganzen Hof zerscheißen. Wo sind wir denn? Aber, Herr Egerlinger, das ist doch bloß ein Versehen. Wegen so einem kleinen Hundedreck so ein Geschrei. Nix da, nix da, der Hund muss weg. Und die innere Katze auch. Wir sind doch kein Tierheim. Meine Lady ist doch den ganzen Tag in der Wohnung. Die tut doch keinem Menschen was zuleide. Und außerdem steht in der Hausordnung Absatz 3, Paragraph 17, dass Tierhaltung erlaubt ist. Das müssten Sie als Hausmeisterassistent eigentlich wissen. Hausordnungen kann man ändern. Ah, Frau Haselbeck, endlich! Da schauen Sie sich das einmal an. Überall, überall Hundedreck! Ja, kehren Sie es doch zusammen, Herr Eckerer. Wofür haben wir Sie denn? Frau Haselbeck, er will, dass ich meine Lady weggebe. Und der Herr Schrambeck darf seinen Hasso auch nicht behalten. Hören Sie doch nicht auf ihn, Herr Wegmann. Er ist doch ein dummer Bub. Und das ist Gleichwissen, Herr Eckerer. Ich habe mir schon lange überlegt, ob ich mir nicht auch ein Viecherl zulegen soll. Also, ich habe da an ein Krokodil gedacht. Die marktbedingte beträchtliche Verteuerung der Refinanzierungsmittel zwingt uns leider, die Zinssätze neu anzupassen. Vielen Dank, Herr Dietl. Die oben genannte Kondition
gilt bis auf Weiteres. Wobei wir uns allerdings vorbehalten, den Satz wieder neu festzulegen, wenn das allgemeine Zinsgefüge das erlaubt. So. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Das wär's. Ach ja. Und wenn Sie bitte meinen Mann anrufen, er möchte mich abholen. Da ist keiner da. So? Dann bestellen Sie mir bitte ein Taxi. Grüß Frau Haffer. Grüß Gott, Herr Haselbeck. Haben Sie einen Zettel vom Schuster? Da, bitteschön. Dankeschön. Sie haben ja einen Sonnenbrand. Ja, heute hat es mich erwischt. Ist alles Danke. Okay? Ja. Soll ich morgen wieder? Na, warten wir mal, wie das Wetter wird. Also gut, einen schönen Abend noch. Ja, dankeschön. Ihnen auch. Das schmeckt ja ganz hervorragend. Wie hast du das gemacht? Wie man jetzt sowas macht. Was ist denn da alles drin? Ja, mei. Viel, nicht? So verschiedenes. Gewürze, Salz. Bist ja richtige Hausfrau. Die verraten ihre Rezepte auch nicht. Morgen, Bärli, wünsche mir dann ein bisschen Lamotte. Schauen wir mal. Weißt du, wenn es morgen wieder recht heiß ist, dann mache ich uns vielleicht lieber was Kaltes. Einen Aufschnitt oder so. Ein Aufschnitt? Na, musst schon was Gescheites kochen. Jetzt hast du ja Zeit. Weißt du, Bärli, vielleicht besuchst du mal einen Kochkurs für Gourmets. Der Witzigmann, der hat neulich im Fernsehen gesagt... Ilse, wie machen wir das jetzt gleich wieder mit dem Haushaltsgeld? Da wird uns schon noch was einfallen. Der Gesetzgeber hat da recht großzügig kalkuliert. Na, muss er ja auch. Weißt du, was allein das Fleisch da drin kostet? Nein, was hat's denn gekostet? Ja, kannst du ja denken. Du schau. Wenn du mir das da unterschreibst, das Tag, wo ich das Größel hergemacht habe, dann wird das Haushaltsgeld automatisch abgebucht und du brauchst dir um überhaupt nichts mehr kümmern. Josef, du hast ja eine Fahne. Und ganz rot bist im Gesicht. Als ob du einen Sonnenbrand hättest. Nein, das kommt halt das vom Fensterputzen. Was meinst du, wie es der hier brennt hat? Mahlzeit. Mahlzeit. Hunger! Setz dich nur hin, ich bin gleich fertig. Magst du Bier oder Wein?
Was trinkst du? Ich trinke Wein. Du, da ist ein Brief für dich gekommen aus Griechenland. Von einer Dimitra Doganis. Ist das deine Schwester? Nein. Ja, dann ist deine Mutter. Oder deine Tante. Nein, nein. Dann kann sie ja nur noch deine Frau sein. Und deine Kinder? Janis ist volljährig. Und der Kleine wird nächstes Jahr 18. Zwei Söhne. Zwei Prachtsöhne. Deine Frau? Die hat dich ganz allein großgezogen. In den ersten Jahren bin ich noch heimgefahren. Weihnachten, im Urlaub. Aber das war eben zu wenig. Und Dimitra wollte nicht nach München. So haben wir uns auseinandergelebt. Warum seid ihr dann noch verheiratet? Magst sie noch? Weißt du, Dimitra ist für mich wie eine Schwester. Nächste Woche fahre ich nach Griechenland und spreche ich mit Dimitri über die Scheidung. Aber nicht wegen mir? Nein, nein. Wegen uns. Und du kommst wieder nach München? Logo. Ich bin doch ein Bayer. Und nächstes Mal nehme ich dich mit, damit du siehst, wo ich aufgewachsen bin und wo ich in die Schule gegangen bin. Und deine Söhne zeigst du mir auch? Natürlich. In Griechenland. Akropolis. Dann ist Motis Korinthu. Tus Delfus. Σπάρτη, τις Μικίνες, την Ολυμπία. Falls das du umtauschen willst. Nie. Und jetzt geh mal einen Stoff für die Vorhänge kaufen. Du brauchst nicht die Vorhänge selber nähen. Doch, das mache ich mit links. Also gut. Ich wollte immer eine Wohnung mit schiefen Vorhängen haben. Also das Kleid ist toll, Costa. Du bist toll. Hochzeitsgeschenk, Kostüm, Flugticket, Vorhänge. Hast du dein Flugticket schon gekauft? Du zeig mal her. Ich bin ja noch nie geflogen. Abflug am Samstag über Athen nach Kalamata. Wo ist denn der Rückflug? Den buche ich in Griechenland. Ich weiß noch nicht, wie lange die Scheidung dauern wird. Schau nicht so. Ich bleib ja nicht lang. So, und jetzt gehen wir und kaufen wir noch die Lampen. Na, Costa. Ich bin auf einmal so müde. Und wo wir doch morgen die Hochzeit haben? Heißa Katrinele, schnür dir die Schuhe. Es war eine schöne Hochzeit. Wenn ich geschieden bin, dann mache ich meine Hochzeitsfeier auch bei Ihnen. Ist schon gut, danke schön. Costa, jetzt komm halt endlich her und lass mich nicht da allein zu singen. Sing einmal mit. Dieser Gabische Mata, me porfiros. Heißa Katrinele muss singen, da schau. Heißa Katrinele, schnürt dir dein Röckele, gönn dir kein Ruh. Ja, und Sie sollten jetzt einmal meine Wohnung sehen. Blitzeblank. Und jeden Tag, bevor ich ins Geschäft gehe, wünsche ich mir ein Essen. Und auf die Nacht, wenn ich heimkomme, zack, steht's auf dem Tisch. Dann geht der Haselbeck, kann ja nicht einmal gescheit ein Butterbrot schmieren. Das weiß ich doch. Aber er glaubt, dass ich glaube, dass er das alles selber macht. Und das freut mich am allermeisten. Wissen Sie, er muss einfach das Gefühl haben, dass er der Schlauere ist. Das ist enorm wichtig für einen Mann.
Jetzt ist frei, das Klo. Ach, die liebe Christa, der ist recht lang verheiratet. Wieder. So soll sie leben, so. Kinder rausgehen, jede Menge. Ein bisschen mehr kurz bei schon Eischinger, Alter. Oh. Oma, 4 Dutzend Ausgang. Da ist recht. Sag mal, wer zahlt das eigentlich? Wow. Wer zahlt das? Der Bräutigam natürlich. Und Timo. Dann stellen wir schon mal die nächste Flasche Gall. Über 3 brauchen wir auch nicht gerade. Die Zeiten sind hart, aber modern. Ja, ich möchte nicht wissen, wo der uns überall sucht. Der ist schon ganz los jetzt. Wir haben es schneller gefunden, als wir trinken können. Prost. Prost. So, da war's auch nicht. Ja, jetzt. Schauen wir ins Nächste. Da ist sie bestimmt nicht drin. Schauen können wir ja trotzdem, oder? Ja. Dreh dich, mein Mädel, im festlichen Glanz. Und keine Objektfinanzierung. Ja, alles klar? Wirst du es zum Beispiel in Spanien? Heute heißt lustig sein, morgen ist aus. Sinket der Licht. Das ist aber besonders gut aufgedrückt, der Costa. Und sehr männliche Stimme, oder? Schum, 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 schum. Morgen mit viel Gebrumm. I'm so happy to be here. Hey, jetzt gehen wir noch ins Captain Cook. Oh, du warst schon mit Charlie M? Nein, noch nicht, aber bald. Hopp, komm. Hey, hi, Fans, Friends and Neighbors. Du bleibst aber schon noch da. Ja, und wie ich dann 8 war, da hab ich Röteln gehabt. Weißt du, das war schlimmer als der Mumps. Hab ich dir schon verzeiht, dass ich Mumps gehabt hab? Ja, Christa. Und Scharlach, Diphtherie, Windpocken. Ach so. Also, ihr Feuer seid ja angelaufen. Josef, meine Frau, die fährt 12 mit. Ich hab gar nichts mehr zum Trinken. Costa? Ja. Meine Weiberl ruft. Pisaga, Pisemata. Und? Haben Sie jetzt schon eine Wohnung? Na wo? Die eine ist weit weg, die andere ist zu teuer, die nächste ist zu hoch drum. Die kann ja nicht mit dem Kinderwagen die ganzen Kuchen fangen. Ich wüsste vielleicht eine. Mit Grünanlage und Kinderspielplatz. Bitte eine Flasche Wein. In der Düsseldorfer Straße. Ja, wissen Sie die? Eigentlich wollten wir da einziehen. Aber wahrscheinlich habe ich mir nur was vorgemacht. Bei uns sind wir gerade die Wohnung aus Spanien. Das ist ja Hund. Ja, das ist ein spanischer Hund. Den haben wir noch gestohlen. Ah, ja. Danke. Jetzt hörst du aber der Marfen mit dem Singen, gell? Sonst bist du morgen wieder heiser. Ja, Frau Lise, Hasi. Es wird schon recht glücklich sein, unsere Kinder. Hoffentlich, Josef. Hoffentlich. Und wie ich dann 10 war, da habe ich beim Gedichtwettbewerb mitgemacht. Da habe ich den 3. Platz gemacht. Das kann ich heute noch auswendig. Christa, bitte. Meinst du, dass ihm was passiert ist? Es wird schlecht. Christa! Gebärtel, geh jetzt endlich heim! Nein, ich muss meine Weiber suchen, Christa! Aber die ist doch sicher schon lange im Bett! Christa! Na, das sagst du bloß so! Was ist, wenn ihr was passiert ist? Christa! Das ist Christa. Nämlich seine Hochzeitsnacht, wissen Sie? Wo bist du denn? Christa! Bertel, bleib da! Christa! Gebärtel! Fahr doch mit zum Flughafen, Podikaki, bitte. Nein, Costa, ich muss ja in die Arbeit. Es ist ja eh schon so spät. Ich werde dich jeden Tag anrufen. Und jeden Tag werde ich an dir einen Brief schreiben. Und ich komme zurück, so schnell ich kann. Ja, freilich, Costa, das weiß ich ja. Jetzt musst du aber einsteigen, sonst versäumst du dein Flugzeug. Thank you.
Mann, wo ist er? Ist er noch da? Ja, weil es mich nicht rechtzeitig aufgeweckt hat, der Dächter. Mei, weißt du, wann der heimgekommen ist von der Hochzeit? Um 7 Uhr in der Früh. Ja, weil ich sie überall gesucht habe. Am Viktualienmarkt zwischen Rosenkohl und Kartoffeln. Dann bleibt ja alles beim Alten. Ja, Mama. Aber ganz anders. Mal sehen.